Das ist Leo. Er interessiert sich für Politik und will mitentscheiden, was in seinem Hanau passiert. Daher hat er sich einer Partei angeschlossen. Für die wurde Leo von den Hanauerinnen und Hanauern bei der Kommunalwahl in die Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt. Ihre 59 Mitglieder entscheiden in regelmäßigen Sitzungen über alle wichtigen Angelegenheiten in Hanau. Der Magistrat ist sozusagen die Geschäftsführung der Stadt. Er sorgt dafür, dass Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereitet und umgesetzt werden und entscheidet über Dinge des laufenden Geschäfts. Wenn zum Beispiel ein Ortsbeirat, der die Anliegen eines Ortsbezirks vertritt, einen Vorschlag für einen neuen großen Spielplatz erarbeitet und dem Magistrat einreicht, wird der Antrag geprüft und der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Und die Stadtverordneten diskutieren, ob der Spielplatz gebaut wird. Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt den Magistrat und die Fachabteilungen der Stadtverwaltung sorgen jetzt dafür, dass der Spielplatz gebaut wird. Als Stadtverordneter hat Leo mitentschieden, dass Hanau liebens- und lebenswerter wird.